Das war Aufregung. Der Donald Trump war angereist und wollte das ganze Land kaufen. Das gefiel den Grönländern aber gar nicht. Was sollten sie bloß machen? Da berieten sich Todd, der diplomatische Eisbär, und Pitt, der Pinguin, der mit allen Wassern gewaschen war und schon so manchen ungewöhnlichen Deal gemacht hatte. Sie berieten sich und schlugen Donald Trump ein Geschäft vor. Donald, wir schlagen dir einen Deal vor. Wenn du das größte Geheimnis der Eisbären des Nordens besser kennst als dieser einfache Tourist, dann bekommst du die Chance, mit Königin Margarete über den Kauf Grönlands zu verhandeln. Sollte dieser Tourist aber gewinnen und sich besser auskennen, dann verschwindest du auf Nimmerwiedersehen. Das wäre ja mal gut, oder? Okay, my lovely donkey, what a tear du bist. Hier. Also, hier die Frage zu unserem größten Geheimnis. Warum? Warum jagen Eisbären in der freien Wildbahn keine Pinguine? Oh my God, das ist simpel, einfach. Weil motherfucking Burger King keine Pinguine auf seine Speisekarte hat. Ha, ha, ha. Oder weil Kentucky Fried Chicken nicht Kentucky Fried Pinguin heißt, oder was? Das ist falsch! Fake News! Du Ente! Jetzt hat unser Tourist Kai die Chance, die Frage zu beantworten. Ja, also an sich sind die Eisbären auf der Nordhalbkugel und die Pinguine auf der Südhalbkugel. Ja! Und so rettete der klimaneutral reisende Kai die größte Insel der Erde und bekam zum Dank von der Oberschamanin der Inuit ein lebenslanges Touristenvisum verliehen. Ja, das ist immer gut.